sage ich manchmal einfach, verfickt aber halt die Fresse, also zu mir selbst. Hey, Kinders! Ich bin immer noch krank. Was geht bei euch ab? Ist alles nicht so schlimm? Scheiße! Clan War, wer macht mit? Aber wart kurz. Lass mich kurz noch meine Ressourcen einsammeln, ohne das. Und ohne Ton, hallo? Freue mich immer, dass ich hier keine Musik einfügen muss, weil das über eigenen Ton und Musik verfügt. Hörst du die Vögel? Ich bin wie in einem Land mit Vögeln drauf. Und Wasser oder Luft oder so, was ähnliches, rauschendes. Könnte auch ein Bach aus erbrochenem sein. Und da spielt eine fröhliche Musik. Sie umspielt meinen saftigen Hoden. Also Kinder, jetzt mal ohne Witz. Wer macht denn beim War mit? Beim Clan War? Bitte hier alle melden. Beim Clan Krieg meine ich. Wir sind hier in Deutschland. Wie, ich hab noch nichts gebraucht. Wollt ihr mich verarschen oder what? Ich hab schon zwei. Läuft bei mir. Ich hab endlich meine vierte Kackbutze hier. Vier Bauidioten. Der Willywald ist noch dazugekommen. Wo ist er? Willywald? Warte. Das ist er. Da ist der Willywald. Der ist fleißig, ne? Der weiß, wie es geht. Ich werde mal geschwind noch einen Angriff machen, weil ich mir dachte, komm, gönn dir doch mal wieder einen ordentlichen Bums. Also so richtig, mach mal die Leute, zerfixe mal richtig hart. Das ist zu einfach, oder? Ist es zu einfach hier? Kann man auch gar nichts holen. 7000, das ist ja nix. Schon ein bisschen besser? Schon ein bisschen besser. Ja, das ist es. Das ist der Mann fürs Leben. Das ist schon mal ein ganz guter Loot für mich. Schon ein Haufen. Ein Haufen Loot. Und dann natürlich so und so. Klar. Was macht man nicht alles? Dann einfach nochmal, schicke ich die noch hinterher, komm. Wen habe ich denn da? Alles klar. Es ist wieder so laut, ich verstehe mein eigenes Wort nicht. Es wird sich hier nichts dran rütteln. Helft mal. Guck mal, meine Zaubermacher sind nämlich lila. Die sind nämlich Level 2 oder Level 3 oder so. Die sind richtig krass, Mann. Die lila Kutte macht denen so ultra die starken Sachen. Macht das bei denen aus. 5 Damage überall drauf. Kannst du vorneweg davon ausgehen. Mindestens. Wenn es nicht noch mehr sind. Männer, was macht ihr hier schon wieder? Warum lasst ihr euch von diesen verschissenen Weibern niedermetzeln? Ich habe nichts gegen Frauen, ist klar, aber ich habe was gegen Weiber. Nee, gegen die scheiß Bogenschützin, natürlich. Guck mal, ich habe ja selbst hier Frauen am Start. Guck mal, ich streichel sie auch. Oh. Frauen mögen es, wenn man sie am Kopf streichelt. Und wenn du deine Schnecke richtig beeindrucken willst oder richtig verführen willst, verführ sie, nimm sie ran, ja? An dich dran, drückst du sie an dich dran, sie ist hoffentlich kleiner als du, sonst ist es schwierig. Und dann küsst ihr sie auf die Stirn. Ah. Da schmelzen sie dahin, da schmelzen sie zwischen den Fingern durch. Gar kein Problem. Guck mal, ich habe wieder übertrieben, oder, mit den Leuten? Der Gegner denkt sich jetzt, ja gut, er hat 1, 2, 3 Töpfe hier rumstehen. Die nehme ich auch mit. Zack, zack und zack. Dankeschön für deine Diamanten. Und, ja, immerhin was geschafft, ne? Ist ja oftmals besser als nichts. Ihr müsst wissen, ich habe diese Folge schon mal aufgenommen, also dieses Video, aber meine Erkältung war so richtig widerlich. Vor allem, was mich gebeutelt hat, war die Nacht davor. Und ich konnte dann nicht schlafen und ich saß dann hier und habe aufgenommen. Ich habe zwischendurch... Auf irgendwas wollte ich warten. Ich habe mich kurz hinten, da steht eine Couch. Ich habe mich kurz auf die Couch gelegt und bin eingepennt. Und die Aufnahme ist einfach ewig gelaufen. Ich werde irgendwann wieder wach und denke mir, trotzdem, ich war total hinüber und habe halt auch nur hier so... Clash of Clans. So ungefähr habe ich halt gemacht. Also ich war schon wie immer eigentlich, aber halt ein bisschen aufgedrehter. Aber heute läuft's. Die Erkältung ist heute noch ein bisschen schlimmer geworden. Also meine Stimme ist jetzt angegriffen. Ah, und die Nase ist zu. Aber ich habe heute gut geschlafen. Ja, ich war heute Schneck, hab geschlafen wie ein Maultier. Waren Maultiere gut? Ich weiß es nicht. Ich hoffe doch. Ich hoffe, dass Maultiere halt auch viel Sex haben und danach. Verstehe ich. Naja, auf jeden Fall braut hier die Brauerei ein schönes Tränkchen zusammen. Die Leute sind auch soweit fertig. Ich gucke nochmal kurz in die Liste rein. Guck mal, in die Liste, wie meine Stimme springt. Wir sind nach wie vor voll. Ich werde immer wieder gefragt, hey, yo, ist denn bei dir im Clan was frei? Und ich kann dazu nichts sagen. Also ich kann dir sagen, oh ja, ich habe gerade geguckt, es ist gerade was frei. Aber es ist nie lange was frei. Wenn jemand rausgeht, kommt meistens eine Minute später, ist der Platz wieder befüllt. Aber die letzten paar Tage sind bestimmt 2, 3, 4 raus und neue rein. Ihr müsst halt durchgehen, also ihr müsst halt, wenn ihr reinkommen wollt, so möglichst versuchen, ein Auge drauf zu haben. Irgendwie. Wenn ich es sehe, werde ich sofort auf Twitter schreiben. Ich denke, mit Twitter erreiche ich euch am besten, oder? Twitter-Link ist unten drin, einfach bei Twitter folgen. Ne? Da werde ich es halt einfach reinschreiben, weil das kann ich auch vom Handy aus machen dann halt. Was habe ich denn hier? Warte mal kurz, Johnny Kasper. Oh, Johnny Knusper, du Alter. Sag einfach mal eins, ja? Er hat eine Pornostimme. Aber das weiß ja jeder. Und ja, möglicherweise mit Mr. Knusper bald ein neues CSGO-Video kommen. Knusper ist unten verlinkt, Leute. Abonnieren, favorisieren, liken. Donation-Link ist in der Description, ja. Schaut bei ihm vorbei und schreibt mal einfach, ja. Dam, 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 dam. Ich werde, glaube ich, so ein Musikmacher. Dam, 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 dam. Dittel, dittel, dittel. Aufsteigende Erwartung. Alles ist so fröhlich. Aber es ist doch fröhlich. Erwartung. Man steigt eine kleine Treppe hinauf. Und dann sieht man ein Dorf. Das glänzt. So ein schönes Dorf. Man geht hinunter, erlebt Abenteuer. Es reicht mir jetzt. Leute, der Hirnschlag ist wieder so kurz davor zu kommen. Bei euch allen, auch bei mir.
so kurz davor. Nicht so, sondern so. Er ist schon passiert. Deswegen gefällt euch auch mein Content. Anderweitig kann einem sowas ja nicht gefallen. Durchgepeitscht. Also so richtig beruhigend finde ich mich nicht. Also ich finde mich doch... Ich finde mich selbst... Ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu mir selbst. Wenn ich mich selbst in anderen Videos höre, finde ich mich ultra nervig. Oftmals. Ich weiß auch nicht. Also... Aber wahrscheinlich, weil ich meine Stimme eine Zilliarde mal höre, wenn ich meinen eigenen Scheiß schneide. Und dann sage ich manchmal einfach, verfickt aber halt die Fresse. Also zu mir selbst. Weil ich mir manche Stellen mehrfach anhören muss. Und dann höre ich jedes Mal, hey Kinder, was geht bei euch ab? Hey Kinder, was geht bei euch ab? Hey Kinder, was geht bei euch ab? Und ich denke mir nur, halt die Fresse! Aber es ist nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Ist es ja auch gar nicht, schlimm. Hallo Hopp, gell? Dann hört man sich, Leute, auf jeden Fall Daumen nach oben geben. Das unterstützt einfach auch euren Schlag, euren Hirnschlag, den ihr von mir bekommen habt. Wenn ihr einen Herzinfarkt wollt, müsst ihr auf meine Pornoseite gehen. Hallo Hopp, gell? Ich bin ja wieder ein Spaßvogel. Ich hab ein Clown-Frühstück heute, Moje. Alter, ciao, ciao.